Hallo Freunde, als es noch keine Smartphones mit sofortigem Internetzugang, Streaming-Plattformen mit tausenden verschiedenen Filmen und soziale Netzwerke mit vielen unterschiedlichen Funktionen gab, erzählte man einander viele interessante Geschichten. Um die Geschichten noch interessanter zu gestalten, fügte man natürlich noch etwas hinzu. Vielleicht habt ihr euch früher auch nachts mit euren Freunden versammelt und sich gegenseitig Horrorgeschichten erzählt. Heute schlagen wir euch vor, sich unsere Horrorgeschichten anzuhören, die wirklich passiert sind. Anschließend werdet ihr eine Party mit euren Freunden veranstalten können und unsere Geschichten ihnen erzählen. Damit werdet ihr definitiv für Furore sorgen. Das können wir euch garantieren. Los geht's! Puppenfriedhof. Vor langer, langer Zeit, lange vor Ankunft der Europäer in Amerika, befand sich auf dem Gebiet des modernen Mexiko das Aztekenreich. Sie haben für landwirtschaftliche Zwecke eine revolutionäre Technologie entwickelt, den Bau schwimmender Inseln namens Chinampas am örtlichen Texcoco-See. Einige von diesen Chinampas sind bis heute erhalten geblieben. Um dieses Wunder mit eigenen Augen sehen zu können, kommen jedes Jahr Millionen von Touristen in die Metropolenregion Xochimilco. Sie machen mit speziellen bunten Booten Spazierfahrten entlang der alten Wasserkanäle, wobei man einen Ort beschließt, lieber zu vermeiden. Wir sprechen von der berühmten Puppeninsel, die als einer der gruseligsten Orte der Welt bezeichnet wird. Stellt euch einfach Folgendes vor. Auf einem kleinen Stück Land hängen ungefähr 1000 verstümmelte Puppen an Bäumen. Dabei kann man sich vor ihnen nirgends verstecken. Sie sind einfach überall. Kein Wunder, dass viele Bootsfahrer sich weigern, Touristen an diesen unheimlichen Ort zu bringen. Die Entstehung dieser Sehenswürdigkeit ist eine Verfilmung definitiv wert. Seltsam, dass noch kein einziger Hollywood-Regisseur auf den Gedanken gekommen ist, einen Film basierend auf dieser Geschichte zu machen. Vor ungefähr einem halben Jahrhundert lebte hier noch ein Einsiedler namens Julian Santana Barrera. Eines Tages hätte er angeblich ein kleines Mädchen in der Nähe schreien hören. Er eilte ihr sofort zur Hilfe, sah jedoch nur eine Puppe an der Wasseroberfläche treiben. Das Mädchen sei ihm zufolge ertrunken und er hat sie nie gefunden. Diese Geschichte hat Julian zutiefst berührt und er beschloss, das Spielzeug als Erinnerung an das ertrunkene Kind an den nächsten Baum zu hängen. Nach einigen Tagen begann der Mann ständig Schritte und Schreie dieses kleinen Mädchens zu hören, das ihn um eine neue Puppe bat. Julian beschloss, ihrer Bitte nachzukommen, doch das Mädchen wollte immer mehr Puppen. Der Mexikaner fischte sie aus dem Wasser oder erhielt sie von vorbeifahrenden Wanderern. Am Ende waren es mehr als 100 Puppen. Der Geist des kleinen Mädchens konnte sich aber immer noch nicht beruhigen und Julian beschloss, extreme Maßnahmen zu ergreifen und begann, die auf der ganzen Insel aufgehängten Puppen zu zerstören. Als der Mann starb, gab es auf der Insel etwa 1000 gruselige Puppen. Die Leiche des Mannes wurde übrigens an der gleichen Stelle gefunden, an dem seiner Meinung nach das Mädchen ertrunken ist. Na, plant ihr schon eine Reise nach Xochimilco? Unheimliche Skulpturen. Wir haben alle davon gehört, dass Mozart mit 8 Jahren seine erste Sinfonie komponierte, Picasso mit 9 sein erstes Bild malte und Pascal mit 16 sein Theorem erfand. Und das verleiht uns ehrlich gesagt das Gefühl, sich nicht besonders erfolgreich zu fühlen. Dieser autodidaktische Bildhauer aus den USA hat ein ähnliches Schicksal. Callum Donovan Grujicic ist erst 15 Jahre alt und schafft schon jetzt echte Meisterwerke. Sie sind jedoch sowohl bezaubernd als auch beängstigend. Sein erstes Werk schuf der Junge mit 2 Jahren und verwendete dafür nur ein gewöhnliches Stück Stoff. Mit der Zeit bekam er jedoch immer schwierigere Ideen und begann mit Materialien zu experimentieren, wobei er Ton aus Toilettenpapier, trockener Wollmischung, Mineralöl und Klebstoff herstellte. Zur Dekoration verwendete er alles, was ihm interessant erschien. Das kann selbst ein gewöhnliches Stück Eisen sein, das der Junge auf der Straße findet. Bei vielen Erwachsenen weckten Callums Puppen jedoch Angst und Verwirrung. Diese unnatürlichen Haltungen, missgestaltete Gesichter mit vielen Augen, was bedeutete dies alles und wie kommt der kleine Junge auf all diese Ideen? Man kann jetzt natürlich auf viele schreckliche Gedanken kommen. Der junge Bildhauer erklärt aber nicht gerne seine Werke. Verrückte Clowns. Habt ihr Angst vor Clowns? Das ist absolut verständlich. In den USA leiden zum Beispiel mehr als 40% der erwachsenen Bevölkerung an dieser Phobie, was angesichts des Images dieser Charaktere in der Massenkultur nicht überraschend ist. Und wenn einige Leute vor etwas Angst haben, wird es sicherlich jemanden geben, der es ausnutzen wird. Aus diesem Grund kommt es in den Ländern Nordamerikas regelmäßig zu Invasionen verrückter Clowns. Dabei tun sie nichts Illegales. Sie schleichen sich nachts einfach nur an Passanten heran, um sie zu erschrecken. Oh mein Gott! I mean, that's just scary. Der Höhepunkt der Clown-Überfälle auf amerikanische und kanadische Städte ereignete sich im Jahr 2016. Das Ganze begann in Quebec, wo als Narren verkleidete Teenager jüngere Kinder in einem Stadtpark verfolgten. Etwas später wurde in einer anderen Region Kanadas ein gruseliger Clown direkt neben einem Schulparkplatz gesehen. Auf Cape Breton Island sprangen Pennywise-Anhänger auf die Straße oder warteten auf Fahrer am Straßenrand. Oh my God.
In einem US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin ging ein monströser Clown mit einem Haufen schwarzer Kugeln durch die Straßen und erschreckte im Dunkeln Passanten. Das Überraschendste ist, dass die Polizei die meisten dieser Clowns nicht einmal verhaften konnte. Es gibt dafür einfach keine gesetzlichen Bestimmungen, die die Bestrafung für solch ein Verhalten festlegen würden. Verzauberte Häuser. Ende Oktober feiern wahrscheinlich alle Amerikaner Halloween. Einige Menschen beschränken sich auf den Kauf von ein paar Kilo Süßigkeiten, um sie an Kinder zu verteilen. Andere machen daraus eine ganze Show. Dafür kann man sich ein unglaublich realistisches Make-up einfallen lassen, ein unglaubliches Kostüm kaufen und dazu auch noch das eigene Haus so dekorieren, als würde es an Dreharbeiten eines Horror-Blockbusters teilnehmen. Die zwei Cousins aus der amerikanischen Stadt Copley, Pennsylvania, sind jedoch kaum zu übertreffen. Vor ein paar Jahren kamen die beiden aufgrund einer unglaublichen Dekoration ihres Hauses in alle Fernsehsendungen des Landes. Dabei begann das Ganze vor vielen Jahren mit einer Theatershow in der eigenen Garage. Nach und nach breitete sich die Theatershow jedoch immer weiter aus. Nun befinden sich im Haus der Eschner-Cousins mehrere Tage im Jahr Hexen, Riesenspinnen, blutrünstige Zombies und vom Teufel besessene Puppen. Eine ähnliche Geschichte ereignete sich bei Michael D'Emilio aus der US-amerikanischen Stadt Rahway. Er stellte vor vielen Jahren mit seiner Frau fest, dass sie während des gruseligsten Feiertages kaum Besuch bekommen und beschlossen, das zu ändern. Was daraus geworden ist, seht ihr selbst. Jede dieser Dekorationen schuf Mike dabei mit seinen eigenen Händen. Geheimnisvolle Köpfe. Wenn ihr eines Tages beschließen solltet, mitten im Sommer durch Japan zu reisen, müsst ihr einige Dinge wissen. Beim Vorbeifahren an einem malerischen Feld werdet ihr möglicherweise mehrere menschliche Köpfe mit eingefrorenen Gesichtsausdrücken sehen. Habt ihr euch schon vorgestellt, wie das aussieht? Ja, noch schlimmer als der japanische Film Ring, das Original. Das sind jedoch überhaupt keine Filmdekorationen und auch kein Streich. Das sind gewöhnliche, ausgestopfte Vogelscheuchen mit menschlichen Gesichtern, anstatt Eimern oder Stroh, wie man das in anderen Ländern gewohnt ist zu sehen. Das Lustigste daran ist, dass laut wissenschaftlichen Untersuchungen diese Vogelscheuchen überhaupt nicht wirksam sind. Viele japanische Landwirte sind jedoch zutiefst davon überzeugt, dass ausgerechnet ein Puppenkopf ihre Reisernte vor ungebetenen Gästen schützen kann. Autofahrer bekommen beim Vorbeifahren an solch eine Ausstellung ganz bestimmt Angst. Seltsame Botschaften. Stellt euch nun Folgendes vor. Ihr nähert euch nach dem Einkaufen eurem Auto und findet unter dem Scheibenwischer einen Zettel. Ihr werdet bestimmt denken, dass es eine Geldstrafe oder eine Bitte eines anderen Autofahrers ist. So ist es meist auch. Einige Frauen aus der US-amerikanischen Stadt Jacksonville bekamen jedoch eine weniger angenehme Notiz. Sie wurden mehrere Wochen lang von einem anonymen Verehrer terrorisiert, der sich als Tony vorstellte, Frauen Komplimente machte und ihn anbot, sich näher kennenzulernen. Darüber hinaus schrieb er, dass er die Frauen verfolgen würde. Würdet ihr euch nach einer solchen Botschaft noch aus dem Haus trauen? Anatomischer Schmuck. Möchtet ihr eure Gäste mit originellen Süßigkeiten überraschen? Dann solltet ihr euch unbedingt an diese singapurische Künstlerin wenden. Es gibt jedoch zwei Nuancen, die man besser beachten sollte. Erstens ist sie ziemlich beliebt, weshalb ihre Werke innerhalb kürzester Zeit ausverkauft werden. Und zweitens handelt es sich um Süßigkeiten in Form von kleinen Babykörpern und menschlichen Organen. Ach ja, sie sind natürlich nicht essbar. Die Figuren bestehen nämlich aus Modelliermasse. Die Figuren werden dabei unglaublich professionell gemacht und sehen in gewisser Weise wirklich faszinierend aus, bis man versteht, worum es sich dabei handelt. Unter den Figuren findet ihr mit Babyköpfen gefüllte Sushi, Fleischkuchen, Cupcakes mit Gehirn anstelle von Sahne und sogar Konserven aus winzigen Füßen. Was haltet ihr von einem solchen Accessoire? Zum Leben erwachte Animatroniken. Computerspielefans werden sich dabei sofort an das Kultspiel Five Nights at Freddy's erinnern. Wer sich nicht für Computerspiele interessiert, basiert das Spiel auf der Verteidigung von Animatronikern, die nachts zum Leben erwecken. Dazu muss man immer rechtzeitig die elektronischen Türen schließen, um den Gegnern die Möglichkeit geben, sich wieder zurückzuziehen. Einige Gäste der US-amerikanischen Restaurantkette Chuck E. Cheese's stellten fest, dass die lokalen Animatroniken auch zum Leben erwachen, wenn sie niemand sieht. Ein Mann bemerkte, dass sie in einem bereits geschlossenen Restaurant Spaß hatten und eine andere Frau bemerkte an den Fenstern dieses Restaurants seltsame Handabdrücke. Es scheint, dass wir noch nicht alles wissen würden. Hausdekor.
Wir alle haben unsere eigene Meinung darüber, was schön ist und was nicht. Wie diese Menschen es geschafft haben, solch originelle Einrichtungsgegenstände zu erwerben, ist unbekannt. Kisten mit Gliedmaßen von Kindern statt Griffen, ein gruseliger Stuhl in Form einer seltsamen, fiktiven Kreatur, ein Boudoir-Hocker mit Damenschuhen statt Beinen. Wenn man all diese Einrichtungsgegenstände in einem Raum kombinieren würde, würde ein tolles Gruselhaus herauskommen.